Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend zu Graveyard Keeper. Ich bin euer Dante und zusammen zocken wir eine Runde. So, nicht lang schnacken. Ab rein. Alter, 359 Tage schon. Alter. Das ist mal heftig. So, dann grüße ich nebenbei mal meinen Schatz. Und Alisea und Günther. Euch geht's wie immer gut. Sehr schön. Und wie schaltet man jetzt den Wagen auf N? Will ich natürlich wischen. Bin ja nicht neugierig. Ihr seid voll, das war schon irgendwie klar. Das ist alles voll hier, es ist unglaublich. Ich muss mal bei der Bi-Produktion ein Büschel nachhelfen. Leicht antippen, den Schalthebel. Du kannst ja mal jucken schauen, wa? Einfach nur ganz leicht antippen. Jetzt haben wir die Halskette, den goldenen Winkel. Warte mal, mal reingucken. Ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Genau, dunkle Herzen brauche ich noch. Ich grabe etwas aus dem Hexenhügel aus, das ist auch nicht mehr relevant. Das hatten wir ja, glaube ich, schon. Bekomme die Unterstützung von Frau Anmut. Habe ich die nicht schon? Ah, ich muss dann nochmal mit ihr reden. Ah, okay. Finde die uralten Schlüssel in Adams Haus. Kokul nach der uralten Spitzhacke. Frage Kokul. Aber eigentlich jetzt hier für die Geschichtsdinge müssten wir doch eigentlich haben, ne? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Jo, kannst du dann gerne mal zeigen. Diesen Anstupser. Diesen kleinen Schniefer. Gucken. Ach, siehst du, ich muss jetzt hier bestimmt zwei neue Sachen abgeben. Aber. Zack. Oh, fast zwei Gold gemacht. Er leckt mich am Arsch, Marie. Hab ich hier überhaupt was drin davon? So ist dann die Halskette und der goldene Winkel? Voll verpeilt, ich weiß das nicht mehr. Ist das schlimm? Nein. Werden wir es herausfinden? Beiden brauchst du, um nach. Ah ja, um nach Hause zu kommen. Also kann ich das irgendwo einlagern. Gut. Dann lagern wir das irgendwo mal ein. Oh cool, morgen kann ich beten. Was auch nicht mehr so wichtig ist, aber wir haben uns schon so sehr dran gewöhnt. Wir hören, unsere Kirche ist klasse. Langsam muss ich mal den Esel machen, sonst komme ich da nicht weiter. Ich brauche ja Aha. Aha. Von Esel. Als ob man das nicht selbst glauben könnte bei ihm. Wenn er eine Leiche bringt. Tja, das bist du dafür. Zack. Zack. Ja, auch noch hier hin. Mann, ey, ich hab so viel Müll. Kurz oben zu den Idioten gucken. Flüchtlingslager. Müsste ich doch auch noch was machen. Ja? Hey, bin ich durch? Also?
Ich bin schneller als gedacht. Okay. Bau dir eine Werkbank und richte sie ein. Ah ja, genau. Siehst du, baue ihr eine Werkbank. The Lady in Black. So, Bestatterarbeitsplatz. Ah ja, siehst du? Nickel und Plonky. Hier wieder zu Fuß. Aber ob man Zombie reinwerfen kann und die Seele da auch noch rausholen kann? Planke. Nägel, nicht Planke. Planke haben wir schon. So. Hm? Kriegslager? Ist das ein gekühlter Zombie? Nee, ein durcheinander gewürfelter Zombie. Also er ist es, dass ich da nicht selbst dran kann. So, ja, die stehen gerade auf. Das ist sehr schön. Kann ich da gleich mal quatschen. Ich tarne mich mal als Mitglied von denen. Siehst du, da unten will nämlich noch einer was von mir. Die Wäschefrau, hundertprozentig. Das ist die Wäschefrau. Die will eine Waschmaschine haben. Warum sind Männer so schwach? Die meisten überleben nicht mal eine Woche mit mir. Ja, woran das wohl liegen mag. Perfekt. Aber ich fürchte, dass das nicht genug ist. Die Verwandten meines toten Ehemanns bestehen auf dem besten Grabstein, den ich je herstellen kann. Gestern habe ich den abgeschlagenen Kopf meines lieben Pferdes Molly unter meiner Bettdecke gefunden. Nett. Das klingt ernst. Was kann ich tun, um dir zu helfen? Die Frage ist nur, was für einen tiefen Schlaf hat die? Ich brauche nur 5 gute Stahlmeißel. Gute? Warte mal. Was sind gute bei ihr? Silberne, ne? Gute Stahlmeißel. Naja. Werden wir jetzt erstmal nach Hause gehen und ein bisschen beten für das Wohl der Gemeinde? Auf das sich alle lieben werden. In Harmonie und Glück. Das mal rüber. Er ist immer noch schön fleißig am Schreiben. Finde ich toll. Die müssen Gold sein. Oh. Immer diese Arbeit. Leute, ich dachte, ich kenne das Grauen, jetzt habe ich es gerade erlebt. Meine Frau war heute auf katholischen geweihten Boden und jetzt kam sie gerade mit dem Spruch an, vielleicht wird sie ja noch gläubig. Hilfe?
frauengläubig, alter Falter. Geht irgendwie nicht in meinen Kopf rein. Hey, sei froh, dass das Ding noch steht. Ja, und nicht so in diese Rauchsäule sich verwandelt hat, wie ich gedacht habe. Hey, das ist aber gläubig. Meine Frau und gläubig. Und hat sie gebrannt oder extrem Selbstbeherrschung? Wenn die Frau anfängt, auf einmal eventuell gläubig zu werden? Stahlmeißel gefertigt. Okay, einen goldenen habe ich ja. Kann ich ja dann schon mal wenigstens. So, unglaublich, da läuft man durch die Straßen und hört von hinten. Oh, Wakusan. Dadurch, dass es gerade durchgestrichen ist, konnte ich das nicht richtig lesen. Rocky, du hast zu viele Großbuchstaben benutzt. Aragorn 2 ist da dann doch sehr penibel. Der zählt jeden Buchstaben. Einzeln. Der hat das voll drauf bei sowas. Aber immerhin kann ich das lesen, was Rocky geschrieben hat. Das ist schon mal sehr wichtig. Jeder Kirche abbrennen, bei dem ich den Boden betrete. Naja, ich hatte jedenfalls Angst. Das ist doch passiert. Schließlich reden wir hier von meiner Frau. So, lass mich doch da mal durch. Herstellen. Wann denn die Linsen nochmal? Auch an der Werkbank, glaube ich, ne? Ja. Oh, dafür brauche ich Glas. Och, nö. Und Poliermasse. Ja, 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 ja. Oh, jetzt muss ich wieder buddeln gehen. Oh, das Spiel hatet mich. Und wie war es noch, Rocky, gestern? Hier vorgestern? Mit deinen Staubsaugerfreunden? Ja, Vertreterfreunden, stimmt. Wir müssen ja politisch korrekt bleiben. Die könnten sich sonst missachtet fühlen. Ja, hat schon was, Alisea. Hat schon was, ja. Ich glaube, Rocky ist wieder ausgestorben. Guck mal, wir haben den Spitzvakuum in den Markt gebracht. Er sagt mich, die Spitzvakuum. Das ist gut. Die Weltsensation. Herrlich. Einfach nur herrlich. Ja. Packen wir eben mal noch das Wässer rein. Irgendwie kommt die Bierproduktion nicht voran. Keine Ahnung warum. Irgendeiner säuft die zu schnell. So, er macht doch Glas. Politurmeiße. Boah, brauche ich schon wieder sein? Mensch?
Brauchen wir dafür 3 Linsen. Brauche ich definitiv noch einen. Ich komme nicht in die Schiene rein. Ich habe, glaube ich, ja. Ich habe überhaupt keine Linsen mehr. Obwohl, das müsste eigentlich ausreichen. Das reicht aus. Ich brauche noch Glas. Nächsten Monat soll Blasmann 08 auf den Markt kommen. Der sagt mich nur, der bläst auch. Soll ich dir was verraten? Das kann Kercher schon. Na, ihr hängt hinten dran. Ach, ihr macht das hier so schön. Ja, aber bei uns gibt's mehr Aufsätze, die passen zu allen. Ich stell mir gerade nur, weißt du, was übel ist? Ich stell mir gerade vor, wie Rocky die Dinger am besten ist, ey. Ah, herrlich. Ja, ja, natürlich, es muss alles gut durchgetestet sein. Ja, 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 das ist ja, ne? Ah, nee, du. So. Ach, Mann, dafür brauche ich auch noch diese scheiß Technik. Ist doch nicht dein Ernst. Ja, haben wir das hier mal ein bisschen aufgerüstet. Oh, ich kann doch nur noch 4 machen. Ich hätte das Lego nicht auf den Markt ging, da er ein paar Fehler hatte beim Eck. Den falschen Bürsten gesorgt. Alter, also, nicht immer perfekt. Lass mich raten, er hat gekleckert. Mann, was haben wir hier schon wieder für Gesprächsthemen? Ja, die Gesprächsthemen sind nicht komisch, aber es ist halt so, ne? Kann man so sagen, ja, ja, ich verstehe das Problem. Ich hab lang genug mit Niki zu tun gehabt. Sollte mir Freunde suchen und mehr rausgehen. Wenn du keine Freunde hast, hast du hoffentlich Nachbarn. Hast du beides nicht? Solche Leute kann ich nicht ausstehen. Die sind nämlich arm dran. Ich hab ein Hirn, ich hab ein Gedärm. Aber kein Herz. Muss ich nämlich auch noch machen. Dann muss ich den I.O. widerrufen. I.O. I.O. Dann nehmen wir gleich mal 20. Gibt 4 buttrige Leichen. Belüftet. Ich habe Nachbarn, aber wenn ich an Leute sage, an Leute sagen sie nur, wir kaufen nichts. Was für ein Deutsch? Ich habe Nachbarn. Aber wenn ich... An Leute, vielleicht soll das heißen. Ja, an Leute, sagen sie nur, wir kaufen nichts. Dann machst du das verkehrt. Dann machst du da was verkehrt. Wenn der Mann dran geht, musst du einfach sagen, und er bläst, und er bläst, und er bläst. Was sind denn das für Nachbarn? Meine sind ganz lieb. Du willst denen ja auch keine Staubsauger verkaufen. Das ist der erhebliche Unterschied da dran.
Blütenschalen, nee, ernsthaft? Gesundheit, Schatz. Alles gut. Du musst sowas wie eine Tupper-Party machen. Nur halt für Staubsauger. Das wäre so der Renner. Rocky würde endlich mal an Geld kommen. Irgendein Wort wieder. Bis Aragorn schon wieder irgendwie komisch findet. Da war die Werbung dazwischen. Hab nichts verstanden. Achso. Also, ich habe gerade gesagt, es wäre eigentlich eine absolut super Idee, wenn du das als Tupper-Party machst. Dann kommen die Leute vorbei. Oder halt, wenn ein Kerl an der Tür ist, ne, musst du einfach sagen, und er bläst, und er bläst, und er bläst. Ich kann es ja mal vorführen. Das kannst du alles mal machen. Da wirst du reich bei. Ah, ist ein Goldener. Reicht doch. Oh. Du bist nur ein Silber. Oh, jetzt fehlt mir ein Stückchen. Mann.